Er soll schlafen. Aiden, stehen Sie da nicht nur rum. Kommen Sie her. Wissen Sie, was das ist? Dieser Schlagring gehörte zuerst Commander Lucas. Dann wurde er an Aether weitergegeben. Was in Old Villador passiert ist, das darf nicht wieder geschehen. Wir müssen die Stadt retten, Aiden. Vor der Seuche, vor dem Schlechter und seinen Männern. Was auch immer sie planen. Okay, aber über Funk sagten Sie, dass Sie Informationen für mich haben. Ja, bevor wir uns darum kümmern, sagen Sie mal, Aiden, wofür brauchen Sie diese Datenbank? Was ist da gespeichert? Etwas Persönliches. Belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Passt schon. Vorerst. Ich habe Sie hergebracht, weil ich weiß, dass sich ein paar GRE-Wissenschaftler in der Stadt verstecken. Wir haben einen von ihnen aufgespürt. Kurz vor dem Angriff der Abtrünnigen. Klingt nicht übel. Wenn ich den Wissenschaftler finde, kriegen wir raus, was er weiß. Wenn er nutzlos ist, finden wir einen anderen. Und noch einen, bis sie die Antworten bekommen, die sie suchen. Warum verstecken sich die ehemaligen GRE-Leute? Sie fürchten den Zorn der Leute. Die Leute sind wütend, weil die GRE die Infektion verbreitet hat. Es ist also wahr, dass die GRE das Virus brachte. Wer sonst? Es heißt, auf ihren Stützpunkten haben sie Experimente durchgeführt. Sie brachten Container aus Haran, bei Nacht und Nebel, damit die Regierung nichts mitbekommt. Und dann brach alles zusammen. Aus Rache jagte man die Wissenschaftler und erhängte sie an Laternenmasten. Und tötete so die einzigen Menschen, die in der Lage waren, ein Heilmittel zu finden. Es gibt kein Heilmittel und es wird nie eins geben, Aiden. Das ist GRE-Propaganda. Also gut, was wollen Sie als Gegenleistung? Was glauben Sie, was ich will? Vielleicht das Gleiche wie Sie. Die Stadt hat wieder Strom. Die Abtrünnigen greifen an. Sie haben zum ersten Mal seit Kriegsende unsere Posten im Stadtzentrum angegriffen. Aber es haben sich auch neue Möglichkeiten für uns ergeben. Dank der Elektrizität können wir die größte Antenne im Stadtzentrum in Betrieb nehmen. Auf der Spitze des VNC-Turms. Was? Sie wollen den Schlechter per Funk besiegen? Gewissermaßen. Mit dem Signal erreiche ich eine große Anzahl von Menschen. Die Kommunikation zwischen den Siedlungen wird verbessert, wir können mehr Rekruten anwerben und die Stadt verteidigen. Und es wird einfacher, die überlebenden GRE-Ärzte zu finden, die sie suchen. Ich werde meinen Teil beitragen, aber welche Garantie habe ich, dass Sie mir danach helfen? Vertrauen Sie mir etwa nicht, Aiden? Nein. Ich bin noch nicht so lange hier, aber ich merke schon, dass Versprechen in dieser Stadt selten gehalten werden. Wenn wir keinen der GRE-Wissenschaftler finden, verspreche ich Ihnen, Waltz für Sie zu schnappen. Sie arbeiten mit Lawan. Das lässt mich vermuten, dass Sie auch nach ihm suchen. Okay, ich bin dabei. Gut. Der Schlechter hat einen Grund für seinen Angriff. Ich will sicher gehen, dass diese Stadt sicher ist. Um jeden Preis. Aha. Corona? Alles in Ordnung, Sir? Mayor wird Ihnen unseren Plan erläutern. Begeben Sie sich sofort zu ihr. Oh, und Aiden. Sie müssen mich nicht Sir nennen. Freunde nennen mich Jack. Okay. Jack. Wer sagt denn, dass wir Freunde sind? Das ist das Erste. Und Vertrauen, das bedient man sich. Wir haben uns das gerade gesehen. Okay, Bob. Hol dies, bring das weg. Was bin ich? Ein Obdachloser? Ich halte es für schmerzhaft. Im Dunkeln. Wie lange dauert das noch? Vielleicht geht es von selbst wieder weg. Weißt du, was du zeichnest?
Nein, Steven. Kein dreckiger Kräutersammler entscheidet über das Schicksal meines Mannes. War dein Medizinabschluss dafür, um magische Heilmittel bei Quacksalbern zu suchen? Hör zu. Wir haben keine Medizin. Kräuter sind unsere einzige Chance. Mein Mann hat jahrelang für dich gekämpft. Du musst Medizin für ihn beschaffen. Nicht irgendwelche Kräuter, die ihn vergiften könnten. Kommt, gehen wir, Kinder. Wie geht's ihm? Aether ist stark, aber er braucht Medizin. Und die haben wir leider nicht. Wir haben alles getan, was wir konnten mit unseren Mitteln. Nach dem Chemieangriff wurden einige Pflanzen zu Heilpflanzen. Sie funktionieren wie Antibiotika. Aber dennoch, die Leute hier halten nicht besonders viel von Heiler. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. Die Volksheiler geben zuverlässigen Rat, aber er lässt sich nur schwer richtig befolgen. Wenn man etwas vergisst, das falsche Kraut sammelt oder die falsche Dosierung verwendet, da verabreicht man Gift anstelle von Medizin. Ist schon oft genug passiert. Denn wenn jemand einen der Schritte des Rezepts vermasselt, könnte ihn das töten. Genau. Aber es reicht, den Anweisungen der Heilerin genau zuzuhören und sie zu befolgen. Die Kräuterkundige, die ich kenne, ist talentiert. Sie ist Aethers einzige Hoffnung. Was hat deine Frau dann für ein Problem? Aberglaube stirbt nur langsam aus. Margaret hat überall vielen Leuten geholfen. Manche wollen es nur einfach nicht zugeben. Ich denke, ich kann helfen. Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Was in Old Villador passierte, ist schrecklich. Wir haben so viele Leute verloren. Soweit ich weiß, ist Aethor unser einziger Zeuge. Wenn er also stirbt, finden wir nicht heraus, was dort passiert ist. Ganz genau. Wo kann ich diese Heilerin finden? Auf Colwood Island. Keine Sorge, du kannst Margaret vertrauen. Ihr redet alle vom Vertrauen, ey. Ich vertraue niemand. Dafür wird Matt den Abtrünnigen nicht vergeben. Ja, aber... Ein Händler! Alle Waren an Deck! Warum habe ich die eigentlich nicht? Überlebensdauer. So, kauf her, ich will Heilung kaufen. Zeig her. Das kochen wir alle. Oh, der Bomber. Kann ich dir helfen? Ja. Matt schickt mich. Ja, er wollte, dass ich dir das hier gebe. Eine kleine Belohnung dafür, dass du uns Peacekeepern geholfen hast. Eine UV-Taschenlampe. Könnte von Nutzen sein. Danke. Er erwähnte einen Plan. Der VNC, Tom. Jetzt, wo die Lichter an sind, können wir über die TV-Antenne eine Mobilmachung verkünden. Aber zuerst müssen wir auf die Spitze gelangen. Und das ist ein weiter Weg. Was willst du wissen? Was wollten diese Überlebenden am Eingang von dir? Meinst du unseren kleinen Streit? Sie wollen, was alle wollen. Sicherheit. Niemand weiß, warum der Schlechter Abtrünnige angreifen ließ.
Bis wir das herausfinden, müssen wir das große Ganze im Auge behalten. Und es nervt mich echt, wenn Leute meinen Vater erwähnen. Erzähl mir mehr über diesen Radiosender auf dem Turm. Es ist das höchste Gebäude in Villador. Es war einst das Symbol für die Größe der Stadt. Jetzt ist es ein Symbol für ihren Untergang. Warum sagst du das? Diese Antenne könnte die Stadt wieder zusammenbringen. Aber wenn jemand darauf geht, um sie einzuschalten, rate mal, was dann passiert. Nichts Gutes, denke ich. Verdammt richtig. Das Leuchtfeuer, das die Stadt erhellen könnte, ist eine Todesfalle. Wir hoffen, dass das dieses Mal nicht so ist. Wir werden sie mit UV-Lampen beleuchten. Okay, los geht's. Sind die Scheinwerfer in Position? Das wären sie, wenn Juan vom Nachschub mal seinen Job machen würde. Und das hat er nicht, nehme ich an. Er spielt schon seit Tagen Verstecken mit mir und ist viel zu spät dran. Geht mir auf die Nerven. Warum sieh bist du also denn erstmal nicht? Nach, wo sich Juan rumtreibt und was da los ist. Und wenn du ihn findest, dann tritt ihm kräftig in den Arsch. Mit schönem Gruß von mir. Ja, wieder hinsetzen, ne? Hoffentlich hilft dir diese Taschenlampe. Sie haben eine UV-Taschenlampe erhalten. Sie ermöglicht es Ihnen, allen Infizierten zurückzustoßen und zu schwächen, insbesondere Befallene und Schattenjäger. Zur Nutzung der UV-Tasche rüsten Sie mit 1 aus und halten Sie B5 gedrückt, um die Mauer. Also. Ah, okay. Zum Herr. Dauert aber lange, bis sie sich auflädt, ey. Wo ist der Waffenmeister hier? Juan! Weiß er doch. Ich suche nach Juan Reyna. Du scheinst nicht in seinem Terminplan zu stehen. Es ist dringend. Der Commander hat mich geschickt. Also hat Monsieur Jacques dich geschickt? Jacques? Jacques Matt. Monsieur Reiner ist nicht ihr. Ich kann eine Nachricht aufnehmen. Nein, ich muss persönlich mit ihm reden. Wo ist er? Leider kann ich nicht helfen. Wo Monsieur Reiner ist, ist seine Privatsache. Warte, wenn es sein muss. Sonst noch was? Matt wird nicht glücklich sein. Juan kümmert sich nicht allzu sehr um die Gefühle des kleinen Majors. Komm gerne wieder. Luan? Aiden, lebst du dich ein in der Stadt? Ich arbeite daran. Maya und Jack haben mich zum Nachschub geschickt. Interessanter Haufen. Anders als der Rest der PKs, die ich getroffen habe. Das könnte daran liegen, dass sie keine PK sind, Adlerauge. Das Geschäft ist ihr wahrer Glaube. Verstehe. Wie auch immer, ich kann ihren Boss nicht finden. Juan? Ach, weißt du, der macht sich gerne rar. Lungert wahrscheinlich beim Fischauge rum. Die Kantine? Der clevere Bastard hat sogar einen eigenen Tisch da. Besticht den Koch, um Dinge zu bekommen, die nicht auf der Karte stehen. Er lebt, als wäre der Untergang nie gewesen. Ich werde dort nach ihm suchen. Viel Glück bei der Suche. Und viel Glück, wenn du ihn gefunden hast. Werden wir diesen Krieg wirklich gewinnen? So, pimpen wir mal ein bisschen meine Upgrade. Lampe. Ja, leck mich an den Socken, du. Das gibt's doch nicht.
Das hier müssen wir verbessern. Kann ich dann verkaufen? Das hier, hätte ich das mal jetzt verkauft. Hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Mal gucken. Ich gehe jetzt in die City. Ja, hier bin ich. This is my bed. Wie aggressiv die alle sind hier, ne? Stimmung ist nicht die beste hier. Johann, ich komm. Dass der Strom wieder läuft, wird den Verlauf des Krieges verändern. Na, hier muss ich bei Nacht hin, ist ja? Wo ist denn hier? Ach, das ist ein Riesengebäude, ey. Ich hörte, die PK-Ingenieure arbeiten an Alarmanlagen und elektrischen Fallen. Ja, ja, kann sein. Das ist oben. Was ist los? Ich bin Hugh. Und du bist der Pilger, der den Strom eingeschaltet hat, richtig? Ja. Das macht ja schnell die Runde. Und es heißt, du hilfst Menschen. Aber nicht umsonst. Manchmal. Hast du mich deshalb gerufen? Ich brauche Hilfe. Mein Kind ist vor einiger Zeit zum Wasserturm gegangen und nicht zurückgekommen. Ich mache mir Sorgen. Wie lange ist er schon weg? Schon etwa 6 Stunden. Das ist lang. Normalerweise würde ich mir keine Sorgen machen. Er ist so ein kräftiger Junge. Stark wie ein Ochse, aber er ist schon so lange fort. Wie alt ist dein Sohn? Spielt das eine Rolle? Ich will einfach nur mein Kind zurück. Ich würde mich ja selbst drum kümmern, aber zu Hause warten 3 kleine Kinder auf mich. Ich kann sie nicht ohne Aufsicht lassen. Okay, ich suche ihn für dich. Hier ist es nicht sicher. Treffen wir uns bei mir, sobald du ihn gefunden hast. Unten bei der Lower Dam Promenade. Ja! Yeah! Machen wir das eben noch. Ja. Jetzt nicht hier warten sollen. Money, money, money. Zack. Ja, ich, aber die ist nicht günstig immer. Das schwöre ich dir. Zur Hölle macht der Nachschub. Lampen aus ist ein kein schwieriger Job. Ja! Ja! Ja, Junge, ich bin schon fertig. Zeig dich schon, na los! Hab da nichts gefunden. Ja, eine halbe Stunde später kommst du. Oh. Leute,
Leute, da bist du. Verstärkung rufen? Komm hier. Das sind meine Jungs, hier sind meine Jungs. Schon unterwegs. Ich brauche Unterstützung, sofort. Ja? Das war jetzt eine gute Hilfe, Jungs. Ja, das haben sie nicht mit gerechnet. Das hat er gut gemacht. Jawoll. Meine, die dicken Macker zu machen. Aber eine schöne Geschichte. Hallo. Was Katzen sind? Ja. Treu. Ist denn hier der Boss? Muss ich hier rein? Ja, natürlich nicht. So, muss man hier über die Dings klettern, ne? Zack. Okay.
so schwer war das gar nicht. Einzigartige Armschienen. Aha. Scheiße, Junge, was sitzt denn der da rum? Hey, ich bin Aiden. Wie heißt du? Madge. Ich soll dich nach Hause bringen. Was ist mit den Infizierten da oben? Es gibt keine. Es ist sicher. Dann, bleib ich einfach hier. Sag Hugh, dass ich, später zurückkomme. Dein Vater möchte, dass du nach Hause kommst. Er macht sich Sorgen. Hugh ist nicht mein Vater. Ich bin nur... Ich arbeite für ihn. Wie ein Sklave. Ich will das nicht mehr machen. Ich will nicht zurück. Du kannst mich nicht zwingen. Was hat es wirklich mit Hugh auf sich? Vergiss es. Ich will nicht, dass die anderen Jungs Schwierigkeiten bekommen. Das ist in Ordnung. Mir kannst du es erzählen. Halt dich da raus, okay? Es geht dich nichts an. Gut, dann werde ich selbst mit ihm sprechen. Möchtest du wirklich hier bleiben? Klar. Ich bin nicht zum ersten Mal allein in der Stadt. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Glaube ich dir. Hey, Aiden. Danke, dass du die Infizierten ausgeschaltet hast. Kein Problem, Kleiner. Hier ist doch bestimmt irgendwann nur drin, oder? Kann ich hier tauchen? Sag mal, ja, ist hier nix? Ne. Ist hier drin auch nichts? Gibt's doch nicht. Komm ich da jetzt hoch? Ah, hey, Aiden! Thank you.
So, jetzt gehen wir den Turm da hoch, ne? Den kriegen jetzt die Brands. Wo bist du denn hier rein? Ja. Oh, leuchtet denn da? Oder ist hier unten irgendwo ein Eingang, den ich nicht gesehen habe? Oder war das hier der Eingang? War das hier der Eingang? Guck mal hier, ich muss hier hoch. Verdammte Kacke. Ich hätte direkt an dem Rohr da hochklettern können. Für eine Kopfbedeckung, ja. Ja. Direkt vor die Kiste. Boah, ich bin Dietrichmeister, ey. Wo soll denn das hingehen? Ja, leck mich am Arsch. Würde ich niemals machen. Aber alles andere schon. Das war's, mehr liegt hier nicht rum, ne? Hab ich irgendwas übersehen?
So, das kriegen jetzt die... Ich will die Armbrust haben. Gleichgewicht herrschen. Dich diskret verhalten und nicht mitten auf dem Basar rumbrüllen. Sie haben mich überrascht. Woher sollte ich wissen, dass Sie eine Schere hatten? Soll das ein Witz sein? Hör schon auf, Mann. Keine große Sache. Halt die Klappe. Ich überlege, wie ich das wieder hinbiege. Everything is green. Das Rücken mit Rad. Können wir doch direkt mitnehmen, oder? Unglaublich. Wir haben Tragödien ohne Ende überlebt. Weil wir stark sind. Du vielleicht. Ich bin eher wie dieser Mörser. Komm schon. Ich dachte, ich schaffe das. Nicht so gedacht. Ich dachte, ich komme hoch. Der Plan, das war, ich wollte hier hoch. Hey.
von nirgendwo. Das ist irgendwie doof hier, aber das hätten wir nicht gern. Das ist doch kacke, ich muss da irgendwie hochkommen. Wie komme ich da denn so? Denn da hoch auf das Gebäude? Das gibt's doch nicht, ey. Was passiert hier gerade? Hemmstoffbehälter erkannt. Wo? Ja, da drin. Vielleicht nur bei Nacht rein. Wie komme ich das Gebäude da hoch? Oh, ja. Da komme ich hoch. Zeitung? Das, was du da fabrizierst, ist doch keine Zeitung. Du kritzelst einfach alles voll und nennst dich Journalist. Für Geschichten über diesen Pilger namens Aiden bin ich bereit, leckeres Essen herzugeben. Oder für Tipps, wie er wirklich aussieht. Ich brauche auch Zeugengerichte. Aber naja, weniger Zuverlässige sind mir auch recht. Irgendwie muss ich die Abendausgabe ja füllen. Hey, ich habe erlebt, wie er einen Flüchter erledigte mit seinem Mund. Ja, klar. So nötig habe ich es auch wieder nicht. Noch jemand? Wie viel weißt du über Hemd? Ja, noch einfach hätte er nicht gehen können jetzt. Ja! Rettet euch alle, meine Freunde!
So. Führt ihr auch Geschäfte? Scheinlich. Ich hörte Messer verstanden, wir sagt, sie sollen das Insellager verlassen. Verdammte PKs interessieren sich nicht für uns. Doch, da ein Händler. Ja. Neue Waren! Aber nur ein Händler. Guck mal, das ist ja scheiße, hätte ich hier alle verkaufen sollen, ey. Und ich habe Geldprobleme, ey. Hier, Apple Watch. Guck mal, wie Kohle ich habe auf einmal. Reach Beach. Schau mal wieder rein. Ja. Verfluchte Blattläuse, die haben meine Kürbisse auf dem Gewissen. Können wir bitte das Thema wechseln? Manchmal weiß ich echt nicht, was da wieder geht. Sag mal wieder. Ist scheiße. Aber nichts dahinter. Zeig mir was. Was jetzt, Junge? Hä? Ich kann meine Beute nicht einsammeln. So, jetzt gehen wir zu dem Kinderhändler. Gedacht, dass ich noch mal erleben werde, dass der Strom wieder läuft. Vorsicht! Was ist passiert? Wo ist Madge? Er sagt, er kommt nicht zurück. Möchte nicht mehr für dich arbeiten. Was meint er damit, Hugh? Das geht dich nichts an! Doch ist es, denn du hast gesagt, ich soll nach Madge suchen. Na schön. Also was genau machst du mit diesen Kindern, Hugh? Madge wirkte äußerst entschlossen, nicht zurückzukommen. Gut, ich sag's dir. Ich bilde sie aus, damit sie überleben. Bitte was? Ich habe ihnen beigebracht zu stehlen und zu spionieren. Für dich? Für jeden, der zahlt. Bist du verrückt, Hugh? Wenn die Peacekeeper sie schnappen, kennen sie keine Gnade. Das ist das Erste, was sie lernen. Sich nicht erwischen zu lassen. Das ist eine beschissene Welt, Pilger. Mit diesen Weisen wird niemand Nachsicht haben. Ich bin der lebende Beweis dafür.
Ich zeige ihnen, wie sie überleben. Machen Väter das nicht für ihre Kinder? Madge versteht das nicht. Noch nicht. Er ist in einem rebellischen Alter. Aber wenn er es in der Stadt schafft, wird er merken, dass es an meiner Ausbildung liegt. Du wirst ihm nicht nachlaufen? Ich halte hier niemanden auf. Wir sind eine Familie. Langsam. Opa! Okay, das war nicht so die Lösung. Aua! Ich erinnere ihn so ganz. Thank you.
Gleich dunkel. Ich kapier das nicht so ganz. So, fährt bis hierhin hoch. Und dann? Ich muss da drauf springen und irgendwo dran, ne? Hier wahrscheinlich. Jetzt haben wir's. Ich hab bestimmt nicht so gedacht. Egal.